Was willst du denn? Wegen Minecraft Sky. Die Waterworld, was ist damit? Waterworld? Ja, wir spielen da komplett auf einer Wasserwelt. Ah, okay. Nee, ich meine, man ist startet. Wenn ich Lust hab? Keine Ahnung. Leute, geht ihr beide tauchen? Ich hab einen Köder. Du kannst doch mitkommen tauchen. Warte. Geht's schneller. Hau raus. Ich kann nicht tauchen. Weil mein Schrotthafen fast Schrott ist. Hau raus! Ich hab noch eine Darko, kann ich auch tauchen gehen. Okay, ich kann mit tauchen. Ist draußen. Weil das würde ich nämlich dann eventuell auch aufnehmen, das Projekt. Das kannst du machen. Ich nehme das ja auch auf. Ah. Machen wir so ein Duo-Ding oder so ein Trio-Ding mit Hi! Ah ne, doch nicht. Kommt drauf an, also ich weiß jetzt nicht, wer alles mitspielt. Ich habe jetzt nur 4 Mini-Inseln vorbereitet. Also eine große Hauptinsel, wo man spawnt, dann eine Mini-Insel für 4 Mann. Also wenn jemand Bock hat, kann er sich da gerne einen Partner holen. Es gibt immer 2 Betten pro Insel. Nee, ich meine, nein, ich nicht. Du leckst gerade. Nochmal bitte. Ich dich als Partner. Das ist mir eigentlich egal. Ja. Ja, das letzte Skyprojekt, da hatte ich Melvin als Partner, der dann irgendwann inaktiv war. Da habe ich dann wirklich ein Wort wirklich alleine gespielt, sage ich jetzt mal. Das hatte ich ja nicht oft genommen. Der Hai ist fertig mit dem Köder. Jo. Also von mir aus kann man das machen. Okay. Muss da also ich würde damit einfach erstmal sowieso noch warten, weil das dauert. Ja, das sowieso. Ist bis jetzt nur alles vorbereitet. Und bis dahin wird sich sowieso noch was ändern, also. Vielleicht verpisse ich mich auch währenddessen vom Discord hier. Ne, dann darfst du sowieso nicht mitspielen. Da bin ich dann ein Arschloch, so wie jeder andere, wie soll ich sagen, möchte gern YouTuber, die sich an den Großen hochziehen. Ich will jetzt hier ehrlich gesagt keinen Namen nennen. Maurus. der sagt, du musst mich da abonnieren, du musst auf meinem Discord sein, dass du mitzocken kannst. Ein R. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, sag doch, Maurus. Ist mir scheißegal, ob der Name fällt. Was will der mir denn? Will er das Video claimen, weil ich seinen Namen nenne? Ich sag nur so, Ike, die Diskussion mit Basti führe ich nie kein zweites Mal. Du, ganz ehrlich, dann soll er sich doch einmischen. Soll er sich einmischen? Ist mir wortwörtlich eigentlich scheißegal. Ich nenne nur einen Maurus und ich sage die Fakten, wie es ist. Er sagt das ja in jedem Stream, in jedem Video, wenn er mitspielt. Wo er so für seine Projekte ein Video macht. Wer mitspielen will, muss mich auf Twitter abonnieren, auf Instagram, muss auf meinem Discord sein, bla, muss mich auf YouTube abonnieren, bla bla bla. Nur damit er an seine Abonnenten und seine Klickzahlen kommt. Du, das ist mir scheißegal. Dann soll sich ein Wort wirklich ein Basti einmischen. Was will er machen? Es werden hier nur Namen genannt und die Fakten. Ich sage ja nicht, ja, hier, dies, das, jenes, hast du nicht gesehen, das ist so ein... Ich will jetzt keine Ausdrücke hier sagen, weil dann ist der Strike sicher, wegen Rufschädigung. Aber ich begehe ja keine Rufschädigung in dem Punkt. Ich sage nur so, wie es ist und das kann man auf seinem Kanal überall nachsehen. Und keiner von den seinen Leuten wird sowieso meine Videos gucken. Also ist mir das sowieso scheißegal. Ganz ehrlich, ich frage mich, wie bei mir... der vielleicht 10, 20 Aufrufe hatte, das halt weitergereicht wurde bis zum Maus. Da wird irgendeiner ein 31er gemacht haben und gesagt haben, ich guck mir jetzt das einfach mal an, bla bla und so weiter. Weil der Justin bei dir gespielt hat. Und
Da wird dann einer geguckt haben und gesagt haben, oh hier, die ziehen über dich her, die lästern über dich. Weil dort ging es ja dann auch ja, bei euch im Gespräch um den Server von Maurus. Wie heißt der auf YouTube? Willst du nicht wissen? Nein, sag mal bitte. Herr Maurus. Herr Maurus. Der kam ja auch immer bei mir an, wie mit dem Mittelalterprojekt. Wann startet dein Mittelalterprojekt? Mir ist langweilig. Ich habe keine Projekte mehr. Wo ich ihm klipp und klar geschrieben habe, meine Projekte sind nicht dafür da, um deine Langeweile zu beseitigen. Sowas ist doch... Soll er sich selber einen Kopf machen über Projekte, die er alleine hochzieht? Ich habe maximal 1-2 Leute, die mir dabei helfen. Er hat ja von seinem Discord 20 Leute, die ihm helfen, wovon die Hälfte, das will ich nicht aussprechen, Arschgeigen sind. Jetzt habe ich es ausgesprochen. Also, nee. Das ist... Wenn er Langeweile vertreiben will, dann soll er in Puff gehen oder so. Der Team macht auch Fail, der ist gerade live. Das ist mir egal, ob der live ist oder nicht. Apropos live, was ist eigentlich mit dir und dein live? Mit dem Rechner definitiv nicht. Da warte ich ab, bis ich meinen komplett neuen habe. Weißt du, der ist 24? Wir können uns ja nach der Aufnahme noch ein bisschen unterhalten darüber. Ja. Und ich werde auch nicht seinen Namen in den Titel hier schreiben. Weil dann gibt es ja wieder einen Grund. Oh, hier, guck mal da. Und ja, egal. After unfähig. Ja, das hat er alles von einem anderen YouTuber geklaut, dieses Unfähigkeit und so weiter. Der mit B anfängt. Wo Ike und ich uns auch kennengelernt haben. Yep. Und den Namen werde ich hier definitiv nicht erwähnen, weil mit dieser Person habe ich abgeschlossen. Ich verachte ihn einfach nur für seine Art und Weise und dass er nur auf eine Person hört und ich bin fertig mit dem. Eigentlich schaust du gerade noch? Ich bin gerade unter Wasser und fahre noch Erze, ja. Achso. Kenn ich diese Person mit B? Jetzt nicht, Nico. Wir können dann nach der Aufnahme drüber reden. Oh, hi. Ich habe irgendwie ziemlich viele Fische. Mehr Essen für uns. Ja, mehr Essen für die Fetten. Ich sag mal so, in dem Punkt könnt ihr echt zuschlagen. Ja? Ja, ich komm dann gleich. Ich brauch dann Ulla was zu snacken. Nico, hast du noch ein Dingsbums? Ein. Ist kein Fisch mehr drin. Ein Schrott? Ist kein Fisch mehr drin. Ein Schrott? Ja. Als wenn du jetzt ernsthaft alles rausgenommen hast, tu wieder ein. Ich hab alles vergessen. Das brauch ich wieder. Sag mal, hier hinten war ich noch nicht fertig. Wo hab ich denn angefangen? Da. Hier haben wir wieder Seetang. Bisschen Plaste. Ei. Hier. Ich glaub, der Ei hat wieder was von unserem Boot genascht. Was? Da vorne wieder die Spitze, ich weiß. Oh, nein, das ist halt noch nicht gesichert dort vorne. Ja, ist klar. Weil ich jetzt erstmal hinten angefangen habe, das Zwischending mit Metall zu verstärken. Weil hinten da sind die Netze dran, das hat erstmal Vorrang. Hier oben, wo die Bäume sind, ne, kommt jetzt erstmal nichts anderes mehr hin, oder? Vorerst nicht, ich tu dort oben maximal noch erweitern. Gut, okay, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Metall. In 850 Metern gibt's was Neues. Steht ja auf dem Radar.
Ike wäre sowieso die Frage. Das Problem ist, Nico hat oben seine Funkstation, wo, ob wir irgendwo das Vogelnest wieder aufstellen. Deswegen bin ich ja, ja, du brauchst eine gewisse Entfernung dazu, deswegen bin ich ja noch nicht fertig da oben. Ich kann. Ja, jetzt gehen die ganzen Nägel, die ich habe, wieder flöten dafür. Das ist shit gerade. Ja, ich frag nur, muss jetzt nicht machen. Was brauchst du denn da jetzt? Ich will gucken, dass ich hier. Oh, ich hunger gerade. 2. Erweitern kann. Ich brauche erstmal was zu snacken. Ich hab gar nicht an die Thumbnails gedacht. Dann nehme ich das Standard-Thumbnail von Raft, das ganz normale Bild und fertig. Ja. Da füge ich einfach bloß eine Nummer hinzu. Ja, bei mir dauert das ja eh noch, bis die online kommt. Ike, hast du noch einen Schrott? Meine Axt. Ich hab mein ganzes Schrott, was ich hatte, in die Kiste gelegt. Das war genau eins. Ah, toll. Nico, hast du noch einen Schrott? Ja. Ich hab sogar noch 10 Schrotti. Ike, brauchst du auch noch welches? Du einfach immer das, was du hast, in die Kiste. Ja, für Nägel immer her am besten. Nicht hier drauf. Ach da. So, jetzt brauche ich wieder Holz. Läuft. Wollen wir noch mal unter Wasser gucken oder erstmal weiter plümmeln? Ich hab ja nie geschaut, das müsstest du eigentlich wissen. Ja, ich musste dann hoch wegen Hai und Hunger und so weiter. Oh, ich brauch schon wieder fast einen Haken, ey, ernsthaft. Ja, ich fühle weiter. Ja, könnte meinetwegen gerne. Gut, dann einfach Anker lichten. Jo. Hai, wo? Hat schon weggemacht. Anker ist gelichtet, ich glaube, wir müssen minimal gegensteuern, oder? Das dann müsste vorne sein, ne? Ja, das ist vorne auch perfekt. Ach komm schon, jetzt mach da Wasser hin. Ich brauch echt eine Axt hier. Das ist da hinten die Yacht? Ah ne, das ist ein Floß. Okay, also weiter gerade auf. Da kommt ein Raft noch. Hä, wieso kannst du das abbauen? Kann ich nicht. Bei dir kommen aber die Abbaugeräusche, bei mir nicht. Ja, bei dir doch auch. Echt? Ich höre da jedenfalls. Scheiß Spiel. wir schneiden ziemlich genau auf das Floß zu, passt. Ja, lass Nico dann looten am besten. Jo. Also, das war. Ja, ich brauche aber vorher noch ein bisschen Holz. Hä? Also, Leute, hier fehlt schon. Ja, ich brauche auch Holz. Der Ei hat hier schon wieder abgeknabbert. Okay. Ah, Wasser. Ich war nicht drin. Nein, das ist gelungen. Nein, das meine ich gar nicht. Sieht halt immer so witzig aus, wenn wir rausspringen, als hätten wir Wasserangst wie eine Katze. Ja, so sieht das echt aus. Ach, ich wundere mich, warum wir so schnell fahren. Nico paddelt. Ike, rechts kommen 3 Fässer. Ja, ich will den Haken fürs Unterwasserabbauen behalten, weil der ist fast kaputt. Lichtet mal den Anker. Ich spring einfach rüber. Rüber, holen, wieder zurück. Egal, ich hab's jetzt einfach mal gemacht. Also. Au. Oh, gut ausgerichtet. Nico, kannst du mal Richtung Fässer kurz paddeln? Okay. Minimal, ich komme an die nicht ran.
Reicht schon. Ja, ja. 580 Meter nur noch. Ob da dann eine Insel mit Tieren kommt? Wäre nice, oder? Wir müssen echt wirklich, damit wir diese Tiere freischalten, erstmal so einen Netzwerfer bauen. Könnte ich mir auch vorstellen. Könnte sein, ja. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Metall. Ich habe alles eingeschmolzen eigentlich. Ja, ich habe das letzte jetzt hier verballert, aber... Ich meine ja nur... Bringt halt hinten und vorne nichts. Ja, da kann ich auch weiter bauen. Sind wir noch davon entfernt? Du wirst es uns gleich verraten. Aufgerundet 400 Meter noch, 380 Meter. Da kommen noch mal zwei Fässer vorne. Jetzt brauche ich Holz. Feier die letzte hinten irgendwie, also. Wahrscheinlich auch, weil du die ziemlich für dich alleine hast, weil ich gehe da gar nicht mehr hin und sammle das ein. So, da hinten kommen auch gerne mal ein paar Fässer an, das ist nice. Oh, große. Oh, da ist was Großes auf der Insel. Oh mein Gott, oh, es laggt. Bei mir laggt. Ach du heilige Scheiße, das ist ein Schiff. Nee, ist kein Schiff, oder? Doch, das ist eine Yacht. Oh mein Gott. Weil es hat bei mir gerade kurz gelaggt, weil es geladen hat. LOL, zum Abschluss der Folge noch die Yacht gefunden. Nice. Und ich würde sagen, dass der Vater in der nächsten Folge... Nee, nö. Ach, wir sind bei 18 Minuten. Na schade, das wäre halt so ein fieser Übergang. Ja, den wollte ich gerade auch sagen. Nö, die looten wir jetzt noch. Allein die looten wir jetzt noch, Ike. Weißt du, wie fett die Dinge oder wie das ist? Oh, bitte, okay. Da ist ein neuer Baum. Das ist ein neuer Baum. Da wird es Tiere geben und bestimmt auch die Bären. Juhu! Bären glaube ich noch nicht. Nee, nicht Bären, nicht das Tierbären, sondern die Früchtebären. Ach so. Ich dachte, die Tierebären. Okay, ein Anker. Übrigens, tut mir eingefallen, Bäume nur mit Metallachs abbauen, sonst. Ich hab keine Axt. Ja, sonst Pfoten weg. Ja, ich hab dir doch. Nee, hab ich immer noch nicht. Nee, hast du immer noch nicht. Und dann. Aula, da können wir hier aber auch schön ringsum. Tu mal ein bisschen schräg nach links paddeln, dass wir an der linken Seite rauskommen. Sag Bescheid, wenn ich Anker werfen soll. Ja, mach mal. Sag Bescheid. Nee, noch nicht. Hier in die Richtung, jetzt, Nico. Jetzt. Nein, wir legen hier direkt bei den Bäumen an. Oh, ich hab jetzt schon wegen Nico. Warte. Nico, hör mal auf. Hör mal bitte auf zu paddeln jetzt. Okay. Oh, warte. Alter, ist das gigantisch. Jetzt! Mike. Anker! Nice! Ab. Wie gesagt, die Bäume fäll ich einfach mal. Die sind stationär, die kann man nicht abbauen. Toll, da habe ich mich schon gefreut. Ja, die kann man echt nicht abbauen. So, Federn weg. Ey, wie kommt man auf das Schiff hoch? Hinten, glaube ich. Hinten habe ich, glaube ich, Treppen gesehen, wo man hochladen kann. Ich sag nur so, als Schiff würde ich mich echt nicht gerne so verhaken, wie die es jetzt getan haben. Ah ja, hier kommt man rein. Ah,
cool. Alter. Ach du Scheiße, ist das dunkel. Ah, dafür ist höchstwahrscheinlich die Stirnlampe. Lasst ihr dem Ike bitte auch was? Ja, ja. Wir teilen doch alles. Aufnahmegerät. Brechstange. Ja, ich würde halt auch gern was looten, ne? So ist es ja nicht. Hast du doch gerade. Nein. Ich war der Letzte, der an Bord war. Ich laufe jeden. Achso, ich dachte, du warst das mit den Aufnahmegerät. Ne, ich laufe hier jetzt einfach jeden Gang mal so kreuz da quer entlang. Ich hab Durst. Oh, hoppla, hab ich hier oben drückt, ja. Ich habe Durst. Haben wir was? Eine okay. Stirnlampe? Nee, eine Brechstange. Ja, nee. hab ich bekommen, ja, Leute. Irgendwas wurde mir da angezeigt in der Brechstange. Ah! Hier ist ein Vieh! Scheiße! Das greift mich an! Du hast doch ein Speer? Ja! Das ist ein Kli- Ey, ich kann damit. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich kann das nicht hauen! Was? Hä? Das ist zu klein, das. Ich muss doch gerade kurz an Bord für was zu trinken oder irgendwas. Jetzt! Tot! Oh! Beginner Lurka Hunter. Okay. Ey, hier gibt's Haufen Tape und Haufen Schrott gibt's hier drinnen. Nice! Alter. Boah, das Vieh hat. Ey, no, das hätte mich noch zweimal gebissen und ich wäre tot gewesen. Ach du Scheiße. Wir brauchen Bolzenschneider. Hier ist ein Schrank, den kriegst du nur mit Bolzenschneider auf. Ja, vielleicht findet man den da auch drin. Nicht in dem Raum, wo ich gerade bin. Nee, ich meine in einem anderen Person. Und ich habe Haufen Fressalien bekommen. Russ. Raw Meat. Raw Meat. Oh mein Gott. Für Bären später, als wortwörtliche Bären. Gibt's hier, glaube ich, nicht. Nicht? Also ich habe ein Bild gesehen, da war ein Bär abgebildet. Okay. Kranker Shit. Roter Schlüssel. Ja, hier ist ein abgeschlossener Raum. Der Schlüssel hing auf dem Pissoir. Oh, blauer Schlüssel benötigt, läuft. Ja, das ist eine Art Quest fast schon. Ike, da wo du bist, da, hier steht nämlich, die Tür ist von innen verschlossen. Ach du Scheiße, Moment. Ah, ich bin drin. Ich habe hier ein mechanisches Teil gefunden. Oh, eine neue Notiz. Eine Kugel. Die Tür ist von innen verschlossen. Das ganze Plaste nehme ich jetzt einfach mal nicht mit. Da finden wir auf dem Wasser ja mehr als genug. Ja. Blödet ein blauer Schlüssel, okay. Ich habe Angst, okay, von so vielen Jumpscare zu werden. Alter, ist hier viel Metallschrott drinnen. Alter, ist hier viel Plastik drinnen. Benötigt 5 mechanisches Teil. Man kann hier irgendwas zusammenbauen. Ich habe einen Bolzenschneider. Oh, geil. Ich habe hier draußen noch ein mechanisches Teil gerade gefunden. Eins. Ah! Ich höre schon wieder so ein Vieh. Nee, das bin ich. Hier ist eine Werkbank. Oh, elektrische Leitung. Nee, hier draußen rennt so ein Vieh rum, so. Das ist so viel, was mich angegriffen hatte. Benötigt eine elektrische Leitung, einen Anzünder, einen Gastank und eine Kugel. Moment. Gastank hatte ich doch, glaube. Nee. Nee, oh. Wir hatten eine Kugel. Ja, nee, ich hatte so eine Art Gasbehälter. So ein Gas. Ja, so ein Kanister halt, wie man da immer so. Ich weiß, es hört sich doof an, was ich gerade sage. Leute, sorry, dass meine Aufnahme gerade leicht länger. Ein blauer Schlüssel. Es war hier hinten der Raum. Irgendwo. Ja. Leck.
Ja, genau das Vieh meine ich. Hey, Alter, das bekommt ja gar keinen Schaden. Doch, es ist tot. Ah, daher ist das rohe Fleisch. Und sonst war hier nichts, oder wie? Holy. Ah, doch, hier ist die Tür. Es geht noch weiter hoch. Hier gibt's noch Haufen Räume unten. Hier unten ist ein mechanisches Teil. Also, boah, es Alter, leck mich fett. Alter, leckt das bei dir gerade auch so ein Nein, bisschen? Nein, läuft alles flüssig. Gar nicht. Oh. Ich hab... Ah! Ekelvieh! Ich hab ein Safe. Safe? Ja, hier ist ein Safe. Hilfe, ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Ja, wir kommen. Wo bist du? Oh! Ich hab's. Oh. Oh. Da ist ein Safe drinne. Wieder ist ein Safe drin. Oh mein Gott. Ein vierstelliger Code. Du hattest doch einen. 91 irgendwas. Nein. Das war, um die Insel hier zu finden. Ein vierstelliger Code. Wofür denn Vollidioten einen vierstelligen Code hin tun? Oben ins. Ganz oben. Wo das Schiff gestartet. Ja, da geht's noch weiter höher. Hier ist nur ein Stauraum. Ja, hier. Und wo geht's weiter höher? Gibt's doch nicht wirklich. Das kommt mit. Oh, hier ist noch eine Tür. Ne, die geht nicht. Oder? Ne. Hier. Da. Oh! Alter. Ey. Alleine kriegst du das nie hin hier mit dem Viehzeug. Ne. Hier geht's hoch, Alter. Ja, aber hier vorne ist auch noch Haufen Zeug und Türen. Benötigt Schlüsselkarte. Okay. Hier, mechanisches Teil habe ich aufgenommen. Ah, oh, scheiß Tür. Oh, nice. Vierstelliger Code. Wo war das nochmal? Ich gehe runter, ich hab den. Den kann jeder verwenden. Nee. Na, lass Nico verwenden für die Aufnahme, für seine. Ich will trotzdem wissen, wo der ist. Da unten, wo wir vorher waren, würde ich sagen. Ja, hier, Nico. Noch ein Zimmer weiter. Achso. Komm, here we go. Wir gehen zum Ding. Was ist da drin? Elektrische Leitung! Und ein paar Notizen. Wofür brauchte man die elektrische Leitung nochmal? Für unten. Wir haben übrigens auch 7 mechanische Teile, ne? Ja, die werden wir noch brauchen. Sollen wir damit das Schiff wieder zu Gang kriegen, oder was? Nein, das ist für uns dann. Oh! Die Stadt, die wir eben gerade gesehen haben, ne? Die sollte neu gebaut werden, die umgekippt ist anscheinend. Kann mich nochmal jemand abholen? Ich hab den Weg nach oben verloren. So, Schlüsselkarte für die eine Tür. Wo war die? Ganz oben im Partyraum oder was das ist. Ich find halt nicht mal mehr gerade hoch. Ach da. Yep. Da bin ich blöd. Oh. Ah doch, mit Dingssperren geht das sehr gut. Ja, aber das musst du halt wie gesagt zu zweit machen. Allein ist das... Also ich habe jetzt versucht, ihn alleine zu klatschen. Benötigt Bombe. Okay, ganz oben, wo gesteuert wird, muss man eine Bombe zünden. Eine Bombe? Ja, steht da, benötigt Bombe. Geh mal noch weiter hoch. Zur Tür. Einen grünen Schlüssel brauchen wir. Nico, komm mal hier rein. Jo. Hier oben. Oh, benötigt moment. Eine Bombe. LOL. Aber hier brauchen wir einen grünen Key. Vielleicht ist da ja die Bombe drin. Und wo kriegen wir den grünen Key her? Ich denke mal da, wo wir die Schlüsselkarte brauchen. Die hab ich doch. Wo ist denn der Raum, wo wir die nochmal brauchen? Die wäre eine Etage weiter unten, ne? Ich glaube.
Ah, die kleinen Viecher respawnen immer wieder. Hilfe! Na, einfach rausrennen! Hier, Schlüsselkarte. Schlüssel! Achtung! Ja, passt. Grüner das Schlüssel. Ich bin fast tot, ich bin ja, fast ja, tot. Ja, ja, das Vieh ist tot, das Vieh ist tot, das Vieh ist tot. Alter, sind die Viecher stark? Wenn die Viecher so, schon so stark sind, wie stark werden dann die Bären sein? Wenn es welche geben sollte. Nice. Also Schlüsselhammer, der war noch in zweiter oben, glaube ich. Anzünder! Geil. Hier ist aber keine Bombe. Hä? Ach, hast du den Schlüssel schon verwendet, Darko? Ich war ja die ganze Zeit oben. Ich habe hier oben gegessen und dann war der schon weg. Ach so. Eine neue Notiz, warum was da drin steht. Fortschrittsübersicht über Reformation der Terraformation. Kap statt Becken stabilisiert. Erwartet Erträge des Niggerbeckens. Was? Nee, nicht. Was? Hier, wir haben doch jetzt Bauteile. Können wir da unten vielleicht eine Bombe basteln? Ja, mal gucken. Oh, scheiße, schon wieder so ein Vieh. Ja, ich habe den Respawn immer wieder, ne? Ja. Oh, ich renne hier einfach weiter, ey. Leck mich am Arsch. Wo geht's runter? Weiß ich nicht. Ich hab mich ganz selber verlaufen. Ich muss mal kurz raus. Oh lol, man kann draußen auch nach unten rennen. Ah lol. Geiler Scheiß. Ich will mal kurz zum Floß zurück, um was zu trinken. Jo. Das war eins weiter unten noch. Hier? Ne, hier geht's so hoch, ne? Ne, hier geht's auch runter. Das war hier hinten, das war hier hinten, ne? Du rennst falsch. Ne, hä, wo bist denn du? Ich bin dann links, rechts rum gerannt, du bist da links rum. Ich will's auf Aufnahme haben. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier was machen können. Ich bin auch auf rechts rum. Anzünder, Gastank, Kugeln, Benutzer, bla bla. Was benutze 5 mechanisch? Wagenheber? Hä? Hä? Für was? Für ja, Wagen? Nico, weiter, gut. Ah, da. Wofür ein Wagenheber? Weiß ich nicht, dafür brauchte man die 5 mechanischen Teile. Warte mal. Drück mal eh. Drück eh, ob du da was machen kannst. Ja. Bombe! Oh, ganz schnell hoch. Wartet oben bitte. Will ich mit bei sein. Ja, ich auch. Bin Aufnahme. Ja, falsch. Achtung, da kommt gleich schon so ein Vieh. Ja, einfach durchsprinten hier. Ich lauf dir einfach hinterher. Ja. Wo? Hier lang. Jo, wir warten, Darko. Jupp, ich bin unterwegs. Oh, die kommen hier hoch? Nein, Darko. Ist tot. Geil. Oh, 10 Stück habe ich schon gekillt. Ja, ich habe den Erfolg gerade auch bekommen. Okay, dann haben wir insgesamt schon 10 gekillt. Darko, kommst du? Ein Darko verreckt gleich von diesen Viechern. Durchrennen, einfach durchrennen, haben wir auch gemacht. Einfach durchrennen ist leichter gesagt, wenn man den Weg nicht findet. Oh Gott. Ist mir egal, wie lange die Folge jetzt geht. Ich will jetzt in den Raum rein. 34 Minuten gerade erst. Genau. So, okay. Ich zünd die Bombe. Ich gehe vorher auf Abstand. Okay, 3, 2, 1. Oh. Alter. Die hat keinen Schaden gemacht. Ja, gut. Ein Motor! Wasserrad! Ja, Und ein Lenkrad! Biokraftstoff!
Geil. Oh mein Gott. So, ich würde sagen, ich habe den Bauplan, ich verpiss mich noch. Nee, den haben wir ja, alle. Den haben wir alle. Scheiße. Nee, wegen dem Wagenheber muss hier noch irgendwas sein, bestimmt. Nee, aber was? Oder irgendwo draußen vielleicht irgendwo noch. Die Insel ist ja groß. Scheiße, ich hab Durst. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ja, ich hab mich verlaufen. So, draußen. Ja, krank, ich hab Durst. Das heißt, ich kann nicht sprinten, einer muss mir mal helfen. Oder einer muss mir mal von euch was zu trinken holen. Wo bist du denn gerade? Ah ne, warte, ich kann hier runterkommen, so. Ich sehe nicht mal dein Nametag. Ich bin unten am Pool jetzt. Da war ich gerade. Warte, ich komm. Hier, komm her. Hinter dir. Hier. Seite, Seite. Oh. Nico. Ah, da. Snack mal eine Runde. Du weißt doch, dass ich inkompetent bin. Das hast du gesagt. Ich weiß. Also ganz ehrlich, wer das war. Ich weiß, dass es Nico war, weil Ike eigentlich Ordnung groß strebt. Das ist keine Müllkiste hier, Nico. Ja, das war jetzt nur mal kurz für das hier, damit ich mal gerade kurz ein bisschen das Zeug rausschaffen kann. Weil ich meine, Wagenheber ist ja schließlich für einen Wagen. Sind wir mal durch irgendeine Tür nicht gekommen, weil da ein Wagen davor stand? Nein. Nee. Was macht überhaupt ein Wagen auf einer Yacht? Musst du dir auch mal so überlegen. Nee, ich meine so einen normalen kleinen Wagen, wo irgendwas draufsteht oder so. Nee. Nein. Dann mal gucken. Ich such mal weiter. Ich kann ja unter Wasser was abbauen. Okay. Ich hab eine. Was ist das denn? Was zu essen? Silberalge! Silberalge? Ja, ich hab grad eine Silberalge unter Wasser abgebaut. Cool, bring mal mit. Das ist eine Silberalge. Ja, die sieht eher blau wie Silber aus, aber okay. Ja, mitbringen tue ich's schon, Dark, keine Sorge. Na, wieso? Sonst frisst du einfach gleich alles. Darko, ich habe. Ja, gut, noch zwei gebratene Kartoffeln aus dem E4 rausbekommen. Seit wann droppen die das? Wenn du die erntest dort, klar. Nee, droppen die nur Fleisch. Nee, das hast du sicherlich aus einer Kiste bekommen. Oder aus einer Kiste, mir doch scheißegal. Auf jeden Fall hab ich die Kartoffeln noch. Hauptsache man hat's. Genau. Oder nicht? Entweder man hat's oder man hat's nicht. Aber das mit dem Wagenheber macht mich jetzt gerade so ein bisschen. Ja, man kommt dort aber auch nicht. Man kommt dort aber auch nicht. Nico, kann auch sein, dass man ihn für später braucht. Nee, glaube ich nicht, weil ich meine, wenn man den Dark craftet, glaube ich nicht, dass man ihn für später braucht. Darko, ich leg dieses rohe Fleisch mal hier mit rein, ne? In deine Kiste, da habe ich auch die Silberalge reingepfeffert. Und hier habe ich auch schon wieder ein Rezept. Und zwar Früchtekompott. Ich glaube, das habe ich schon. Ah ja. Nee, Früchtekompott. Ah, habe ich auch schon. Leider. Hier habe ich wieder Glibbery Ditch. Gott, wo mache ich das denn rein? Und zwei Bolzen hatte ich noch bekommen. Lieber hau ich dort jetzt erstmal mit rein. Ne Insel. Balboa Island. Ja, jetzt lass uns erstmal hier ganz in Ruhe looten. Alter. Wir können hier auch unter Wasser noch extremst looten. Jo. Jo. Weil ich muss jetzt erstmal was essen. Aber kranker Scheiß.
Und das Lustige ist, uns lässt der Hai hier komischerweise komplett in Ruhe. Nee, ich hatte schon Begegnungen. So. Warte mal, ich mach mir was. Wir haben über 20 Schrott. Willst du mal lachen? Ich habe auch noch 42 im Inventar. Das habe ich alles nur vom Boot. Also von der Yacht. Wo haben wir die Baupläne nochmal reingetan? Neben der Plastikkiste. Ich habe nämlich Bauplan, Lenkrad. Ah, das können wir auch lernen. So, noch so eine Alge gefunden. Hier ist noch ein Motorteil. Noch ein mechanisches Teil? Ja, das habe ich gerade unter Wasser gefunden. Okay, eine Batterie war ja nicht schwer zu bauen. Weil ich würde nämlich gerne. Kann mir mehr einen Schrott geben? Guck in die Kisten. Ich habe keinen im Inventar. Das Lustige, ich habe 42 und ich loote gerade noch weiter Metallschrott. Was mich ein bisschen nervt, ich will endlich diese scheiß Beere finden. Vielleicht kommt die ja auf der Balboa-Insel. Boa-Insel. Ich kann. Boa. Das ist ein. Nein, nicht Boa, sondern Boa. Also. es kann sein, dass es dann dort auch die ersten Tiere gibt. Wenn die, das hört sich jetzt schon so wirklich so an. Ja, halt nach Insel. Aber es gibt Motoren, Leute. Es gibt Motoren. Ja, jetzt müssen wir nur noch wissen, wie man diesen Kraftstoff herstellt. Ich habe bisher nur, ich habe nicht den Bauplan, sondern nur Bio, also als Item habe ich das bisher nur bekommen. Und zwar einmal. Was? Ja, irgendwie muss man das den ja Kraftstoff. Den, irgendwie muss man den ja dann auch später herstellen können. Ja, vielleicht in dem Wagenheber. Vielleicht ist da ja noch was hinter dem Wagen. Aber so. Das Lustige ist, man kann den Wagenheber, glaube ich, nur bauen, weil ich habe keinen im Inventar bekommen. Nee, wenn du T drückst, dann ist der da, der Wagenheber. Ja, dort. Ah, wer weiß. Also ich war jetzt nochmal hier ringsum unter Wasser, ein bisschen Metallschrott looten. Hab nochmal eine Alge gefunden. Hier ist dafür die Batterie. Kunststoff. Ich mache uns mal für alle eine Stirnlampe. Jo, mach das. So, Darko. Leg meine irgendwo in die Kiste rein, weil ich bin noch nicht an Bord. Boah, das Boot, ey, die Yacht hat gerade geknallert. Läuft bei der. Ach so, man kann nur aussuchen zwischen Maske und Lampe und Tauchmaske. Ah, okay. Ja, Lampe, ich glaube nicht, dass wir, die wird ja bestimmt so billig gebaut sein, dass wir die unter Wasser brauchen. Oh wow, die funktioniert unter Wasser. Oh, die leuchtet unter Wasser. Muss man sich halt entscheiden. ich glaube, ich hätte lieber Wasser unter, Licht unter Wasser. Ich glaube, meine Essenskiste ist gleich voll. Achso, hier, apropos Essen. Gehen wir gleich an auf die Yacht. Wir können sie dann nochmal machen. Da müsste ich aber. Wir haben es. Wobei 21 Uhr. Ich wollte eigentlich 21 Uhr aufhören mit aufnehmen. Ganz ehrlich, lass aufhören. So habt ihr Fun fürs nächste Mal. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe auch Hunger. Ich will jetzt dann was essen. Was das so wie ich ist in der Aufnahme. Ich bin kein Schwein. Bin ich auch nicht. Hat sich jedenfalls so angehört beim Essen. Entschuldigung, wenn mein Mikro 30 cm von meinem Maul entfernt ist. Nicht mal 30 cm. Da war die Stirnlampe. Ah, okay. So. Das. Ne, ich würde vielleicht auch sagen, lass mal fürs nächste Mal. Okay. Hä?
war. Wie viel Plastik? Weil da können wir dann hier ganz in Ruhe aufhören. Machen wir eine kleine Folge, die Überlänge hat, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, so, das habe ich alles. Dann machen wir jetzt das. Ike, wäre schön, wenn du irgendwo noch Metallerz vielleicht findest. Es ist nichts mehr rundum.